lernen ein bisschen Geschichte, wir werden sehen, wir werden sehen, wir werden sehen. Hallo, herzlich willkommen bei Wien TV. Das ist der Dominik. Und das ist die Vasan. Der Dominik fängt jetzt mit den Kurznachrichten an. Und zwar, in Wien gibt es jetzt seit einiger Zeit eine Fahrradbeauftragten und viele Radlerinnen fragen sich, was macht er jetzt eigentlich? Jetzt haben wir den Link gefunden, wo Radlerinnen ihre Anliegen deponieren können. Macht davon Gebrauch und erzählt uns, wie eure Anliegen behandelt werden. Wir werden dafür berichten unter dem Titel Fahrradwunschbox. Auf der Seite fahrradwien.at findet ihr den Link. In Livorno, Italien, stürmten Demonstrierende eine Polizeipräfektur. Sie protestierten gegen Polizeiübergriffe bei einer Demonstration gegen die EU-Sparpolitik. Mehr Informationen dazu findet ihr auf der Facebook-Seite International Riot. Den Link dazu findet ihr unten eingeblendet. Die Waldviertler starten einen Marsch nach Wien, um mehr für Bürgerrechte und gegen Bankenrechte mobil zu machen. Hier geht es dabei um die Waldviertler Schuhfabrik von Heini Staudinger. Das Mobilisierungsvideo kommt jetzt. Mehr Informationen im unten eingeblendeten Link. 300.000 Schritte für mehr Bürgerrechte zur großen Demo vor dem Parlament. Die ist am Freitag und wir haben jetzt 160 Kilometer vor uns und starten jetzt los. Ich freue mich. 300.000 Schritte. Und unterwegs werden uns offensichtlich viel Leute begleiten. Schauen wir, wie weit wir kommen. Corona, Ip, Nobis und Paten. Danke, super. Die unabhängigen Gewerkschafterinnen haben knapp 2.400 Unterschriften gegen die Nulllohnrunden im öffentlichen Dienst gesammelt. Sie fordern faire Verhandlungen. Dazu gibt es einen Bericht von der Renate. Nulllohnrunden bedeuten Gehaltsverzicht, sind kein göttliches Gebot. Nulllohnrunden sind Sünde und werden mit schwerer Hölle bestraft. Ich bin Thomas Kerschbaum von der konsequenten Interessenvertretung und von der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten Kunst, Medien und Sportfreiberufe. Wir sind heute da in der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten KMSFB in der Zentrale, um unsere Unterschriftenlisten, die wir gegen die Nulllohnrunde gesammelt haben, zu übergeben. Wir sind nicht still, weil keiner Nulllohnrunden will. Keine und keine. Überhaupt nichts. Wir werden das im Büro des Vorsitzenden übergeben und dann auch in das Büro des Goethe-Vorsitzenden gehen. Ja, wir haben einige tausend Unterschriften gesammelt und wir werden sicher nicht akzeptieren, dass die Nulllohnrunde
so einfach unwidersprochen kommt. Es wird schon gleich umbar, es wird schon gleich noch, drum komm ich zu dir, Gott, weil's im Gott Bersel kocht. Morgen. 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 So. Guten Morgen. Morgen. Gut, werden wir ihm übergeben. Bitte. Je nachdem, wie er es ausdenkt, kann er sich an Nikolaus oder an Krampus verdienen. Leider, in vielen Bundesländern kommt sie schon. Die Stadt Wien hat ein Budget beschlossen, wo die Mühlenrunde vorgesehen ist. Diese Woche ist Oberösterreich dran. Auch die Salzburger Landesregierung hat das gesagt. Und diese Woche haben wir schon auch Kolleginnen in Salzburg demonstriert. Mit unserer Mühlenrunde droht aber auch im privaten Sozial- und Gesundheitsbereich eine Mühlenrunde. Und viele Vereine und Betriebsrätinnen protestieren auch. Wir sind nicht still, weil keiner Null und Unten will. Wir sind nicht still, weil keiner Null und Unten will. Keine und keine. Überhaupt. Die Flüchtlinge aus dem Refugee Camp vor der Votivkirche haben am Dienstag am Ring demonstriert. Dazu gibt es einen Bericht von der Birgit. No border, no nation, stop deportation! No border, no nation, stop deportation! No border, no nation, stop deportation! No border, our rights! We demand! And let me clear all of you that whenever I say Sada Haq, it means I want to translate and tell all of you the meaning that we people are saying Sada Haq. It means in English our right. Etherak means put here. Good. Yeah. Not anywhere. Not anywhere. Put here. Our right. Put here. Not anywhere. Sada Haq. Für Dienstag, den 27. November um 14 Uhr, wurde zu einer Solidaritätsdemo mit den Flüchtlingen aufgerufen. Der Treffpunkt dazu war das Refugee Camp im Sigmund Freud Park. Es versammelten sich 700 bis 800 Menschen, eine beachtliche Menge für eine kurzfristig angekündigte Demo unter der Woche. Freedom of movement is everybody's right. We are here and we will fight. Freedom of movement is everybody's right. We are here and we will fight. They are laughing at us. They are listening like we are. They are looking
us like a zoo. We are came in a zoo. We are animals. They're treating us with us very badly. We want to change. That's why we came here. Wir wollen endlich menschenwürdige Bedingungen in Traiskirchen, bessere Dolmetscher. Wir werden behandelt in Traiskirchen wie im Zoo. Wir werden behandelt wie Tiere. Und deswegen sind wir hier, deswegen protestieren wir hier. Please come with us and give us a part. We are going to save very long time. We are struggling here. From the 4 days we are sitting on the park in the cold weather. And the Traiskirchen refugee camp is not providing us good things. We have to fight. Please join this rally and to help us. We need your support. Please come and help us. Seit 4 Tagen kämpfen wir jetzt bereits vorne am Sigmund Freud Park beim Refugee Camp Vienna. Bitte unterstützt uns, bitte helfen Sie uns. Wir brauchen die Unterstützung von Österreicherinnen und Österreich und gemeinsam, um gemeinsam zu kämpfen für unsere Rechte und unsere Rechte zu bekommen. Am Freitag gab es eine Kundgebung von Menschen, die mit den Flüchtlingen solidarisch sind. Renate hat sie interviewt. Ja, ich meine, dass ich heute gerade da bin, ist eher Zufall, aber ich bin da geblieben, weil ich die österreichische Politik gegenüber Flüchtlingen und Asylsuchenden einen absoluten Skandal empfinde. Sie halten nicht einmal die eigenen Gesetze ein, sie lieben, sie betrügen, sie schmeißen die Leute aus, sie beschimpfen die Leute und ich bin sehr froh, dass es wenigstens ein paar gibt, die was dagegen tun. Und wenn ich da dabei sein kann, ist das okay. Refugees are welcome here! Kein Mensch ist illegal! Bleiben wir überall! Naja, heute wird um 2 in Traiskirchen eine Pressekonferenz stattfinden. Zu dem Thema der Transfers, die jetzt stattfinden. Und morgen wird es eine Demonstration geben, die um 14 Uhr beginnt. Wo ist die Demonstration? Es wird vom Refugee Camp weggehen. Die genaue Route wird jetzt erst angemeldet. Der Arbeitskreis AK Vorrat war beim Hearing im Parlament. Dort wurden die 106.000 Stimmen der Bürgerinitiative gegen die Vorratsdatenspeicherung präsentiert. Den Ausschluss der Öffentlichkeit begründeten die Abgeordneten mit der Geschäftsordnung. Sie betonten dabei aber, dass sie dafür wären, in Zukunft Ausschüsse öffentlich zu machen. Wir werden dieses Versprechen bei allen wichtigen Ausschüssen einfordern. Hier der Beitrag. Andreas Griesch von der AK Vorrat. Heute ist die Anhörung, ist das richtig?
Richtig, das Hearing im Justizausschuss zu unserer Bürgerinitiative Stopp die Vorratsdatenspeicherung, wo es uns darum geht, dass sich der Nationalrat dafür aussprechen soll, dass Österreich sich auf europäischer Ebene gegen die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung ausspricht und entsprechend auf europäischer Ebene vertritt, dass diese Richtlinie abgeschafft werden soll, einerseits. Andererseits ist eine Forderung unserer Bürgerinitiative, dass die bestehenden Überwachungsgesetze in Österreich evaluiert werden sollen und entsprechend den Ergebnissen der Evaluierung entweder wieder zurückgenommen oder weiter bestehen bleiben sollen. Im Anschluss daran informierte AK Vorrat in einer Pressekonferenz die Öffentlichkeit. Wir haben Christoph Tschol vom Ludwig-Boltzmann-Institut für Menschenrechte und von AK Vorrat zu den Erkenntnissen aus dem Justizausschuss befragt. Also einerseits einmal interessant, das Hearing war ja Expertenhearing und man hat hier durchaus die Unterschiede gesehen, welche Experten von außenstehenden unabhängigen Institutionen geladen worden sind und welche Experten das eigentlich Auskunftspersonen der Bundesregierung oder jedenfalls der Bundesregierung nahestehend waren. Und das hat sich entsprechend in den Äußerungen entweder kritisch oder eben nicht kritisch gegenüber der Vorratsdatenspeicherung ganz klar gezeigt. Was man festhalten kann, eine Aussage eines geladenen Experten aus Deutschland in diesem Fall, die ich für sehr bemerkenswert halte, die ich auch teile, ging in die Richtung, was auch das Bundesverfassungsgericht in Deutschland gesagt hat. Man muss eigentlich eine sogenannte Überwachungsgesamtrechnung machen, wenn man die Maßnahmen beurteilen will. Es reicht nicht alleine isoliert eine Maßnahme zu nehmen und dann zu beurteilen, sondern wenn man sich ansieht, das war die Aussage dieses Experten, was für Deutschland etwa, aber das kann man auch für Österreich umlegen, an Maßnahmen, Paketen vorhanden sind, an gesetzlichen Befugnissen vorhanden sind, auch wenn die nicht alle ständig und flächendeckend aktiviert werden, dann kommt das dem Arsenal, das damals in der DDR die Staatssicherheit zur Verfügung hatte, die Stasi zur Verfügung hatte, mehr als nur nahe, sondern wir verfügen in der Demokratie über Instrumente, die alles andere als demokratisch sind. Das ist was, was sich auch im Tenor aller Experten hier jedenfalls ganz klar gezeigt hat. Es wird hier von außen die Skepsis ganz klar deutlich und die Ablehnung ganz klar deutlich dieser flächendeckenden Überwachung. Was ich bemerkenswert gefunden habe, war, dass die Rechtsschutzbeauftragten hier offenbar ganz und gar nicht kritisch gegenüber jenen waren, die sie eigentlich zu kontrollieren haben. Es wurden in den Berichten nur die Zahlen wiedergegeben, die ihnen selbst zur Verfügung gestellt wurden von jenen, die diese Ermittlungsinstrumente angewendet haben. Da war bemerkenswert die Aussage eines der beiden Rechtsschutzbeauftragten, dass man, der hat da Zahlen präsentiert und eben Fälle und Kategorien, wofür es verwendet wurde, und hat es dann irgendwann später in einem Nachsatz gesagt, na, um das seriös zu überprüfen, im Konjunktiv, müsste man eigentlich ja in jedem Fall den Akt ausheben und im Einzelfall überprüfen, was dahinter stand und wohin es geführt hat. Und dass diese Aussage im Konjunktiv steht und das nicht tatsächlich passiert würde, zeigt aus meiner Sicht auch klar die Schwäche des Rechtsschutzsystems, dass da eigentlich die Absicherung bewirken sollte. Wie geht es weiter mit der Vorratsdatenspeicherung, also mit der Bürgerinitiative? Jetzt wurde ja was beschlossen. Kannst du mir kurz aufklären? Wir waren ja ausgeschlossen als Öffentlichkeit. Also wir selber als Experten haben die Beschlussfassung ebenfalls nicht miterlebt. Das heißt, ich kann ebenfalls nur aus zweiter Hand jetzt sagen, was wir gerade vor kurzem über den Blog vom grünen Justizsprecher, der ja noch drin war, erfahren haben, nämlich dass der Ausschuss selber keine Entschließung gefasst hat, also in keinem der beiden geforderten Punkte. Also nicht beschlossen hat, dass die Bundesregierung damit beauftragt werden soll, sich auf europäischer Ebene gegen die Vorratsdatenspeicherung einzusetzen. Noch wurde beschlossen, dass es eine Evaluierung aller Terrorgesetze über die letzten Jahre geben soll. Das ist einigermaßen enttäuschend. Ich will jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorwegnehmen, was das heißt. Es kann durchaus sein, dass man die Debatte in das Plenum des Nationalrats prolongieren will und dort noch einmal aufgreift. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, wenn ich keine Informationen aus erster Hand habe. Was man sicher sagen kann, ist, dass es auf jeden Fall
Fall weiter geht es, dass wir, egal wie jetzt diese Debatte hier ausgeht, nicht aufhören, hier zu mobilisieren und auch das Bewusstsein in der Bevölkerung weiter aufzubauen. Das sind die 106.000 nur die Spitze des Eisbergs aus meiner Sicht. Wir haben also nicht nur Low Budget, sondern ohne finanzielle Mittel rein mit Engagement der Beteiligten hier in kürzester Zeit eine große Menge an Menschen mobilisieren können. Das wird nicht vorbei sein. Wir werden andere Möglichkeiten finden, dass wir hier dafür sorgen, dass diese politische Debatte nicht einschläft, sondern in unserem Sinne weitergeht. Und nun kommen wir zu den Ankündigungen. Das Bündnis Wilder Wohnen lädt zur Aktionswoche vom 5. bis 8. Dezember. Eines der Höhepunkte ist am 7. Dezember ab 13 Uhr das Wohnzimmer am Praterstern. Es gibt einen Infostand, eine Volksküche und es ist Ausgangspunkt für jeweils zwei Expeditionen um 14 und um 16 Uhr. Informationen zur Aktionswoche findet ihr im Link unten. Am Mittwoch, 5. Dezember, finden in Wien und Innsbruck Demos für Freibildung statt. Treffpunkt ist in Wien um 16 Uhr vor der Hauptuni und vor der TU im Resselpark. In Innsbruck am Vorplatz Geiwi in Rhein 52D. Die Links findet ihr unten eingeblendet. Am Freitag, den 7. Dezember, lädt die GEA Waldviertler zur Demo Bürgerrecht statt Bankenrecht vor das Parlament Wien. Am Samstag, dem 8. Dezember, lädt der Förderverein Enter Salon zu einem Flohmarkt, Glühwein und einer Feierei am Währinger Gürtel 166 Tür 6 ein. Enter Salon, dem die Einnahmen zugutekommen, hat sich zur Aufgabe gemacht, indigene Menschenrechtsorganisationen in Sierra Leone zu unterstützen, die in dem ehemaligen Bürgerkriegsland den Menschen ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen wollen. Weitere Infos erhaltet ihr auf Facebook, der Link ist eingeblendet. So, das waren die Nachrichten für heute. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Seid vorsichtig und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Baba.